Grüßt euch, ihr Kugelbeschleuniger da draußen. Ihr seid auf dem Franconian Vipers YouTube Channel und heute im Review von Bugatti die AK101 von der Firma Syma. Labern wir nicht lang rum, nach dem Intro geht's los. Kommen wir nun zum Lieferumfang. Geliefert wird das Ganze in dieser braunen Pappschachtel. Nichts Schönes, aber selten. Und eine kleine Typenbezeichnung und ein Bild der AK. Schauen wir doch mal in den Pappkarton hinein. Im Inneren befindet sich ein fester Schaum, der die Waffe sehr gut vor Schäden schützt. Außer anderem noch im Lieferumfang integriert eine Bedienungsanleitung, ein Messprotokoll, ein kleines Päcklein Kugeln, den Speedloader, ein Einstellungstool für das Korn, ein Reinigungstool, zwei Magazine und natürlich die Waffe selbst. Kommen wir nun schnell zu ein paar Real Facts von der Waffe. Die Waffe wird seit 1994 von der Firma Ishmash gefertigt, ist ein Gasdrucklader, ist basierend auf dem AK-74M Modell und ist in dieser schwarzen, also in der 101er Version, rein nur für den Export vorgesehen. Deswegen auch die Umstellung auf das NATO-Kaliber 5,56 x 45 mm. Diese Waffe findet Verwendung heutzutage in Staaten wie Zypern, Indien, Pakistan und vielen anderen noch. Genug zu den Real Facts, kommen wir nun zu der Soft-Air-Version. Der Hersteller, wie schon angesprochen, ist die Firma Syma, der Importeur in dem Fall Bugatti. Das Hop-Up ist einstellbar. Die Materialien, die verbaut worden sind, sind Metall- und Kunststoffparts. Aber jeweils später mehr zum Body und beim Schusstest. Die Magazine sind hier gleich zwei integriert. Das heißt einmal ein High Cap und einmal ein Low Cap aus Kunststoff. Diese fassen jeweils 70 und 600 Schuss. Die Energie liegt bei 1,7 und 1,8 Joule. Das haben wir natürlich, wie gesagt, für euch nachgeprüft. Die Gesamtlänge der Waffe liegt bei eingeklappten Schulterstütze bei 710 mm, bei ausgefahrener Schulterstütze bei 950 mm. Das Gewicht des guten Stücks liegt bei 3,3 Kilo und der Preis von Bugatti sind hier 169,90 Euro. Kommen wir nun zum Body von der AK-101. Dafür hole ich euch jetzt mal etwas näher ran. Gehen wir das ganze Teil von hinten nach vorne mal durch. Wir haben hinten einen Kunststoffschaft und dazu noch den Kunststoffhandgriff. Das Hauptgehäuse ist hier komplett aus Metall gefertigt, genauso wie der Außenlauf und der Mündungsfreidämpfer. Lediglich der Handguard und das Magazin sind noch aus Kunststoff gefertigt. Kommen wir nun zu einer Besonderheit der AK-101 Version. Der Schaft ist hier einklappbar, das heißt durch Drücken zweier Knöpfe kann man den Schaft entweder aus- oder einklappen. Kommen wir nun schnell zu den Markings. Die Markings sind relativ dürftig bittersät. Lediglich auf dem Hauptgehäuse befindet sich das Bugatti Kaliber 6 mm und das F im Fünfeck. Drunter noch eine kleine Typenbezeichnung. Kommen wir nun schnell zum Hop-Up einstellen. Das Hop-Up wird eingestellt, indem man den Hülsenauswurf nach hinten zieht und somit einen kleinen Schieber entweder vorne für mehr Hop und hinten für weniger Hop zieht. Kommen wir nun noch schnell zum Akkufach. Das Akkufach befindet sich hier unter dem Gehäusedeckel. Diesen nimmt man durch ein Durchdrücken eines kleinen Pnüppels an der hinteren Seite ab und verstaut so seinen Akku darunter. Von Werk aus sind hier Dienststecker verlötet. Jetzt wissen wir, was es außen taugt, doch was taugt es innen? Dazu schwenkt man ab nüber in die Werkstatt. Grüß Gott, in der Werkstatt wieder der Raum. Und heute die AK-101. Gucken wir mal, was in ihr schlummert. Was mir lediglich gleich aufgefallen ist beim Auseinandersachen, beim Auseinanderschrauben, ist der Motor. Der ist gelötet, nicht gesteckt. Der ist an den Kontakten fest gelötet. Die Schimmung ist
gut, meiner Meinung nach zu fest sogar. Sollte man vielleicht eine kleine Scheibe rausmachen, je nachdem, was drinnen ist. Der unterste Gier, muss man dazu sagen, der ist ziemlich locker. Da müsste man auf jeden Fall noch nachschimmen. Gut, machen wir das ganze Ding mal auf hier. Hat, machen wir noch den komischen Knubbel hier weg. Ein Kunststoffknubbel. Machen das Ganze auf. So, dann schauen wir doch mal. Natürlich Kunststoff Spring Guide kann man locker austauschen gegen einen aus Metall. Würde ich auch machen, der Stabilität halber. Dann haben wir die Zylindereinheit. Die Tappet Plate aus Kunststoff kann man lassen, ist auf jeden Fall kein Problem. Auch hier das gleiche wie bei der M4 beispielsweise, das wackelt wie ein Hundseischwanz da drin rum. Da auf jeden Fall mit Teflonband nachbessern, damit es besser hält oder gleich austauschen. Das Nozzle ist mir bei der M4 zum Beispiel passiert, gleich gerissen. Würde ich auf jeden Fall als erstes mit gegen eins Alu mit O-Ring tauschen. Der Piston auf jeden Fall gegen einen mit Metallzähne tauschen. Genauso wie den Pistonhead würde ich auch mit einem aus Metall tauschen. Und mal kurz nochmal die Abdichtung. Es ist was da, aber eher schlecht als recht. Da auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Den Zylinder kann man lassen, das ist ein Standard-Messing-Zylinder. Der tut auf jeden Fall seinen Dienst. Die Gears, ganz normale Stahlgears, die würde ich auch drinnen lassen. Da macht man auf jeden Fall im ersten Moment nichts verkehrt. Die Switch auf jeden Fall auch drinnen lassen. Was ich hier allerdings als Verbesserungsvorschlag vorsehe oder anbieten könnte, wäre, dass man den Motor gegen einen stärkeren tauscht und auf 7,4 Volt Lipo umsteigt. Da wir da von der Switch Unit einiges an Anfälligkeiten wegnehmen, das Kontaktes etc. und so weiter. Wie gesagt, Gears drinnen lassen, kein Problem. Die Fettung ist hier vorhanden, ebenfalls wie bei der M4 M16 würde ich hier auf jeden Fall empfehlen, dieses Ganze auszuwaschen, rauszufummeln, rauszuwischen, je nachdem, und gegen ein Schmierfett von zig verschiedenen Airsoft-Händlern oder sonst was austauschen. Was mir hier jetzt als erstes gleich auffällt, ist es wesentlich weniger Schmierung als noch in der M4 oder in der M16 drin. Ja, gut, aber es tut ja seinen Dienst. Ja, ganz alles in allem wissen wir, was wir tauschen sollten. Das sind meine Verbesserungsvorschläge. Damit gebe ich ab wieder hinüber in das Wohnzimmer. Wir haben diese Waffe natürlich auch wieder für euch Probe gespielt. Dafür sagte Daniel ein paar Worte zu euch. Und natürlich im Hintergrund dazu laufend der Schusstest der Waffe. Wir können sagen, wir sind sehr überrascht. Die Sportsline-Version überzeugt durch eine gute Verarbeitung, durch einen Preis von weit unter 200 Euro, jedoch dass die Waffe besser und zuverlässiger läuft, würde ich hier gleich mindestens nochmal etwas investieren in einen etwas hochwertigeren Motor, da die 1,5 bis 1,8 Joule schon sehr, sehr viel sind für das bisschen Motor, was verbaut ist. Ansonsten Verarbeitung tipptopp, keine gerade. Kommen wir nun auch schon zum Fazit von der AK-101 von der Firma Zymer. Ja, die Verarbeitung außen ist, wie ich finde, sehr gut gelungen. Wir finden keinerlei Geräte oder sonstiges. Die Schussleistung, die Schussergebnisse sind überraschend gut im Vergleich zum Beispiel zu den M16 oder der M4. Was wir allerdings als Kritikpunkt sagen müssen, der Motor ist in der Hinsicht zu schwach. Da muss man auf jeden Fall entweder einen neuen Motor oder wirklich rein auf 11.1 umsteigen. Und was wir noch festgestellt haben, ist, die Magazine
wackeln ziemlich eich. Aber nichtsdestotrotz kann man sagen, ist es eine gute Waffe, gerade zu dem Preis von 169,90 Euro für den Einstieg in das Airsoft-Wesen. In der Hinsicht kann ich sie euch hier wirklich ans Herz legen. Ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Eigentlich nichts weiter. Außer, wir würden uns freuen, lasst einen Kommentar da, damit wir wissen, was wir verbessern können. Lasst einen Daumen oder ein Abo da, damit wir wissen, woran wir sind. Ansonsten verabschiede ich mich in der Hinsicht. Tschö mit Ö, euer Häubi, FV. Macht's gut.